Das ist Daniela Lenz. Die 19-Jährige absolviert im dritten Lehrjahr eine Lehre zur Hotelkauffrau im Hotel Malaun in See. Für ihr Engagement und ihren Fleiß wird ihr der Preis Lehrling des Monats verliehen. Ihr Arbeitsalltag ist sehr abwechslungsreich. Ich habe zwei verschiedene, sage ich mal, Arbeitsalltage. Einmal der Frühdienst oder der Spätdienst. Am meisten Teil kümmere ich mich um die Gäste, um die Anliegen der Gäste. Und weiters mache ich natürlich auch Check-in, Check-out und alles, was dazugehört. Dass Daniela bei ihrer Arbeit sehr engagiert ist, weiß auch ihr Chef und Ausbildner Christoph Malaun. Er ist besonders stolz auf die Entwicklung von Daniela und freut sich, dass die Anmeldung geglückt ist. Ja, die Daniela war schon, bevor sie die Lehre gestartet hat, zum Schnuppern und auch für ein Ferialpraktikum da. Und sie hat sich dann entschlossen, wirklich den Beruf der Hotelkauffrau zu erlernen. Und gesagt, ja, passt, da freue ich mich drauf. Da weiß ich einfach bei der Daniela, was ich kriege. Das hat alles Hand und Fuß. Und die ersten Tage waren noch sehr zurückhaltend. Da war sie sicherlich eher auf der ruhigeren Seite. Und sie hat das aber jetzt mittlerweile ein bisschen abgelegt. Der Kontakt zu den Gästen ist deutlich enger geworden. Und sie hat einfach eine Freude bei der Arbeit, das merke ich. Und sie macht einfach eine ganz, ganz tolle Arbeit im Haus. Auch außerhalb ihrer Arbeitsstätte hat Daniela viel zu tun. Neben Freunden und Hobbys ist sie auch bei diversen Vereinen tätig. Langweilig wird der 19-Jährigen aus See bestimmt nicht. Ich bin bei der Musikkapelle Seer, spiele Querflöte und bin auch Mitglied bei der Jungbauer Seer. 1A-Leistungen in der Schule und im Betrieb, aber auch viele soziale Interessen sind wichtige Punkte, um Lehrling des Monats zu werden. All das erfüllt auch Daniela. Landesrätin Astrid Meyer und Kamerad der AK Tirol Stefan Scherl wissen, wie wichtig es ist, Lehrlinge für ihre Leistungen auszuzeichnen. Der Stellenwert der Lehre im Arbeitsmarkt ist ganz, ganz besonders hoch. Wir brauchen in Zeiten des Fach- und Arbeitskräftemangels junge Menschen, die sich für die Lehre begeistern lassen. Und wir werden von Seiten des Landes alles unternehmen, um eben genau dieses Ziel, eben die verstärkte Lehrausbildung zu erreichen. Mittlerweile, glaube ich wieder, ist es besser wie früher. Auch die Arbeitgeber geben auch wieder alles, sage ich, dass die Lehre wieder einen Stellenwert kriegt. Und früher war es halt so, hat man halt jeden, wenn es gegangen ist, in die Schule geschickt, gell? Matura machen, studieren gehen. Gell? Aber ich glaube, dass sich das Blatt jetzt auch ein bisschen wendet, gell? Und dass wir auch wieder mehr Lehrlinge kriegen wie früher. Daniela Lenz hat die Chance, Lehrling des Jahres 2024 zu werden. Zusammen mit 11 weiteren Lehrlingen kämpft sie um diesen Titel.